Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Deadly Premonition, wo ich schon mal zur Tankstelle gefahren bin, weil ich mir gedacht habe, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Es ist 10 Uhr morgens. Und wir dürfen wieder mit dem Bullen sprechen. Was natürlich auch bedeutet, dass wir ihm wieder einen Benjamin Franklin in die Hand drücken können. Liebenswerter Bursche, echt, wirklich. Also, oder vielleicht können wir ihm auch keinen Benjamin Franklin in die Hand drücken. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne mal, wasch mal mein Auto. Ich wusste, dass er das tun würde. Ist der nicht ein Schatz? Er funkelt wie neu. Wirklich, das ist beeindruckend. Weil das beeindruckend ist, dass das wirklich funktioniert. So, getankt ist auch. Oh, schade, dass wir ihn nicht nochmal wieder bestechen dürfen. Andererseits, haben wir das heute schon gemacht? War das heute? Nee. Das war gestern Abend noch, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nee, egal. Wo wir gerade hier in der Nähe sind, könnten wir ja direkt mal zum Polizeipräsidium fahren und Mittagessen, obwohl 10 Uhr ist noch ein bisschen früh dafür eigentlich. Ne? Wie weit ist denn das Krankenhaus weg? Oh Gott, ich dachte schon, ich habe es kaputt gemacht. Wo ist denn das Krankenhaus? Zum Krankenhaus will ich ja auch nochmal. Das ist nicht hier. Das war hier hinten irgendwo, ne? Die lange Straße lag, aber nicht diese lange Straße. Ach Mist. Boah, hier, ich kann zwar reinzoomen, aber raus nicht. Das ist total doof. Das war hier hinten die Straße, ne? Auch nicht. Wo ist das Krankenhaus? Hier. Da ist es. Genau, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Naja, ich werde auf jeden Fall... Was ist denn das? Ach, Emily ist unterwegs und... Na gut, Emily ist unterwegs. Wo bin ich? Ich bin da. Okay, ich würde sagen... Ich mache jetzt an dieser Stelle einen Schnitt und wir sehen uns dann am Krankenhaus wieder, dass wir die Folge mal so ein bisschen streamlinen und hier nicht den ganzen Fahrtweg immer drin haben. Von daher, bis gleich. So, da wären wir auch schon angekommen. Ich verliere natürlich total den Überblick darüber, wie lange diese Folge sein wird, wenn ich das hinterher alles zusammenschneide. Ich hoffe, ich habe es mir so halbwegs gemerkt. Und falls nicht, dann weicht die Folgenlänge halt wieder ab. Dann ist die Folge zu kurz oder wahrscheinlich eher wieder zu lang. Das ist ja nicht weiter schlimm. Theoretisch müsste es jetzt hier im Krankenhaus 2 neue Quests für uns geben. Einmal hier bei Fiona. Agent York, wie kommen die Ermittlungen voran? Wir machen langsam Fortschritte. Danke für die Nachfrage. Weißt du, wir machen das normalerweise nicht, aber... Sag einfach Bescheid, wenn du Beruhigungsmittel für Fiona brauchst. Weißt du, wir wollen damit bei den Ermittlungen helfen. Brauche ich denn dafür kein Rezept? Ich habe die Erlaubnis, dir die zu geben, die rezeptfrei sind. Falls es den Ermittlungen dient. Oh, keine Angst. Sie sind alle richtig zubereitet. Ich mische sie ja nicht selbst. Vertraust du mir etwa nicht? Dann sieh doch selbst, das sind alles ganz normale Arzneien. Gut, das gucken wir uns einfach mal an. Ach so. $700 für einen Verbandskasten, ich denke nicht. Der Stabilisator ist vielleicht schon interessanter. Und warum zur Hölle verkauft ein Krankenhaus dann Leuchtsignale? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist total verwirrend. Aber wir sind ja eigentlich auch aus einem völlig anderen Grund hier.
Agent York, möchten Sie eine Arznei? Nein, ich möchte mit dir reden, denn theoretisch hast du eine schöne Quest. Hey, Fiona. What are you reading today? A medical textbook. That's good. Keep studying like that, and I'm sure Usher will notice. Really? It would be great if he did. I've been studying a lot recently, and I bet I know more than you. Are you trying to challenge me here? I sure am. You want to take the challenge? I can quiz you, you know. Sounds fun, Fiona. Okay, then. Here are the rules for this quiz. Answer 3 multiple-choice questions correctly in a row, and you win. Bring it on. Then just let me know when you're ready to start. Oh nein. Oh nein, das ist jetzt die perfekte Gelegenheit für mich, mich hier lächerlich zu machen. Huch, jetzt habe ich die Liste aktiviert, das wollte ich gar nicht. Quest 32 ist das übrigens, die wir jetzt hier machen. Oh Gott, na gut, dann lass mal hören. You want me to start the quiz? Get ready then. Question 1. Wie lautet die medizinische Definition von Schock? Correct. But that was only the warm-up. Genau, das. Here comes question 2. Das war ja noch recht einfach. Wie viele Milchzähne gibt es insgesamt? Ach, ey, 20, ne? Aha, 20, wunderbar. Sogar Auswahlmöglichkeit, das ist ja... Hui. Correct again! But now, time to bring out the big guns. Oh oh. Question 3. Jetzt kommt's nämlich. Wie ist der medizinische Begriff von, Aspirin? Acetylsalicylsäure, ne? That can't be. Why? How? I thought those questions were pretty tough. Boy, I'm sorry, Fiona. Was it childish of me to answer them all correctly? No, but it's childish of you to stand there smiling like a winner. I hate to admit it, but you win, Agent. Here, take this as a prize. Klar, dass sie die Karte hat. Aw, man. I don't feel like studying anymore right now. Oh Gott, ich hatte was wesentlich Schlimmeres befürchtet hier. Das ging ja dann tatsächlich doch noch relativ schmerzfrei. Oh, ich dachte schon, ich mache mich hier total zum Affen. Wohl bei der ersten Frage wirklich erstmal kurz so, obwohl, das war eigentlich im Prinzip die einfachste. So, wo ist denn Usher? Usher ist, wo ist Usher? Usher... Müssten ja theoretisch, aber wenn wir gerade hier sind, könnten wir ja gleich mal die Otherworld-Sektion hier nochmal neu spielen. Ein bisschen Action reinbringen hier, weil das ist ja so spannend immer. Usher? Hi. Usher! Blöd, wenn man sich hier nicht auskennt. Stürme nicht bei der Arbeit, der Raum wird benutzt. Ja, das überlegt er sich aber erst, nachdem er die Klinke heruntergedrückt hat. Blöd, wenn man hier keinen Marker mehr hat. Wo war denn jetzt der Raum? Oder bin ich hier allgemein falsch? Das ist doof. Hallo? Wo muss ich hin? Wissen Sie, wo ich hin muss? Na, wunderbar. So kriegt meine Folge dann auch wieder voll. Halt, was ist das hier? Das ist auch wieder irgendein Wort. Wir sind da falsch. Boah, ist das... Leute, ich bin total verwirrt. So,
da ist der Eingang. Wir sind damals links rumgegangen, aber hinten links. Nicht diese Tür hier. Ich hoffe mal, dass der in seinem Büro ist und nicht wieder in der Leichenhalle. Das Büro, das war doch hier irgendwo. Relativ weit vorne sogar. Och, ist das doof. Gut, Leute, ich irre jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Oder ist es das hier? Er ist nicht da. Scheiße. Gut, dann müssen wir doch in die Leichenhalle wieder runter. Ich wollte jetzt gerade sagen, dann mache ich einen Schnitt. Und ich glaube, den mache ich auch trotzdem. Boah, ist das alles verwirrend hier. Die Leichenhalle war auf der anderen Seite, das weiß ich noch. Die war hier drüben. Hier mussten wir durch. Und dann ging es irgendwo wieder nach unten. Steht das hier drauf? Dead House. Also hier lang weiter. Und wahrscheinlich hier runter. Ja klar, da ist ja auch der Pfeil. Hier standen wir doch eben schon. Ich bin so doof. Dann muss es ja jetzt hier irgendwo runtergehen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sehen wir natürlich wieder, ich bin total falsch. Och Mann, ich hasse das. Okay, Leute, hier rein? Nein. Hier rein? Warum darf ich nicht in den OP? Wird gerade jemand operiert? Operieren, ne? Och, ist das doof. Ja, es gibt jetzt einen Schnitt. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Büro gefunden habe. Bis gleich. Meine Fresse, war das eine schwere Geburt. Bin ich überhaupt richtig? Ich dachte, ich wäre richtig, aber... Doch, komm, hier, da muss er jetzt drin sein. Gott, ist das... Das ist wieder so... Okay, wenn ich jetzt erfahre, dass der Doktor hier überhaupt nicht mehr ist... Ich habe eine Karte. Ich habe eine Karte. Aber ich will jetzt aber eine Karte vom ganzen Dings haben. Wie komme ich denn jetzt... Ja. Sag mal. Das Spiel mobbt mich. Er ist hier wirklich nicht drin, oder? Ascha? Ich bin doch jetzt nicht den ganzen Weg hierher gerannt, nur damit Ascha nicht da ist. Boah, ist das jetzt aber... Das finde ich jetzt schon ein bisschen frech. Ich bin eigentlich nur wegen Ascha hierher. Fiona war Bonus. Wenn der jetzt nicht hier ist... Hier mal wieder hoch, gucken wir uns hier oben mal die Karte an. Das ist natürlich peinlich, wenn man eine Karte hat und das nicht weiß. Okay, da ist er. Geradeaus, links, okay, das kriege ich gerade noch hin. Ihr kommt jetzt einfach mit, so. Wir gehen dann auf jeden Fall auch noch Mittagessen. Also das, was ich mir für die Folge vorgenommen habe, das werden wir auch auf jeden Fall machen. Dann komme ich später nochmal für die Action-Sequenz wieder. Euch kenne ich. Bei euch war ich schon. Ach, nö. Oh, ist das bitter. Ah, der hat kein Quest-Symbol. Wieso hat der kein Quest-Symbol? Hey there. Ist alles in Ordnung? Du siehst voll blass aus, Alter, ey. Ascha wird so etwas an der medizinischen Universität gelehrt. Sätze wie, du siehst blass aus und was ist mit deiner Stimme los? Oh, ich wollte keinesfalls... Ich frag dich noch einmal. Antworte nur anhand dessen, was du siehst. Kommt dir mein Gesicht so blass vor? Nein, es sieht eigentlich ganz normal aus. Entschuldige bitte. Na also. Ich dachte nur, du könntest eine Spezialinjektion gebrauchen, Wiss. Ich wollte sie dir nicht aufdrängen und will mich dafür entschuldigen. Eine Spezialinjektion? Ja, ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber sie ist sehr effektiv.
Vielleicht etwas zu kräftig. Sie hat auch einige Nebenwirkungen. Ich verstehe. Willst du sie mal ausprobieren? Heute wird eine Stadtversammlung abgehalten, nicht wahr? Zwischen 15 und 17 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin schon darauf gespannt, was sie uns zu sagen haben, Agent York. Aber warum kann ich jetzt die Quest nicht starten? Weil er nicht im richtigen Raum ist, oder? Dann zeig mal, was ist denn das für eine Injektion? Aschas Stabilisator. Er regeneriert den Puls vollständig und verhindert dessen Ansteigen länger als andere Beruhigungsmittel. Das ist, vielleicht, wenn wir das, die Schnellreisemöglichkeit haben, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, hierher zu kommen, uns diese Injektion zu holen und dann zum Dartspielen zu gehen. Aber wieso können wir die Nebenquest nicht machen? Wegen der bin ich ja eigentlich gekommen. Das ist total... Da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Moment. Wie es scheint, können wir Aschas Quest erst machen, wenn wir Fionas Quest gemacht haben. Und das haben wir ja, ne? Oder ist die, gilt die noch nicht als abgeschlossen? Über die Karte, ne? Nehmen Mission. 32 war das, Fiona, ne? Abgeschlossen. Und Fiona hat auch nur die eine Quest, also von daher, na, dann müssen wir wahrscheinlich den nächsten Tag wiederkommen. Na gut, wir haben ja eh noch Sachen zu erledigen. Och, das ärgert mich jetzt total. Ich hatte mir das so schön vorgestellt, wie wir das hier nach und nach abfertigen. Na gut, dann gehen wir aber wenigstens jetzt noch Mittagessen und gucken, was für Stolperfallen sich Agent Francis York Morgan wieder selber stellt. Machen die Quest halt ein andermal. Dann haben wir halt wieder nur eine Nebenquest geschafft hier. Das ist ein bisschen traurig. Boah, das dauert ja wirklich ewig. Wenn ich die wirklich alle machen will, das... Oh Gott. Da sind wir ewig beschäftigt. Ich überlege mir das nochmal. Ich meine, es sind bestimmt nicht alles so richtig interessante Dinger. Jetzt gucke ich erstmal. Hier soll eine Karte sein. Hier ist eine Tür. Die natürlich nicht aufgeht. Das ist bitter. Kommen wir an die Karte wieder nicht ran, weil klettern kann er natürlich nicht. Unser guter York. Das wäre jetzt natürlich verlockend, hier einfach mal durchzurushen. Da ist nämlich das, die Action-Sequenz, Wiederholung der Action-Sequenz. Aber nein, wir fahren jetzt zum Mittagessen. Ich möchte mal wieder mit dem Jeep fahren hier. Und ich mache natürlich wieder einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns dann beim Polizeirevier. Nee, halt, da lang. So. Bis gleich. So, Leute, ich wollte ja eigentlich zum Polizeirevier, aber ich habe hier unterwegs etwas gefunden, also jemanden getroffen, wo ich gedacht habe, da steigen wir jetzt mal kurz aus und gucken, was die gute Emily hier gerade macht. Na, oh Gott. Oh Gott, was ist denn hier los? Angriff der Klonautos. Hallo Emily. Habe ich etwas im Gesicht? Das war jetzt irgendwie weniger aufschlussreich, als ich gehofft hatte. Okay, das war jetzt so ein kurzer Zwischenstopp. Dann fahren wir jetzt weiter. Wir fahren jetzt zum Mittagessen. Das ist hier gleich um die Ecke. Aber ich mache trotzdem noch einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, da sind wir auch schon und ich habe auch schon richtig Hunger. Also gleich hinein in die gute Stube. Hochwertiges Rindfleisch. Thomas, fang nicht ohne mich an, ich komme. Ich komme. Naja, natürlich. Thomas. Thomas? Thomas! Wo ist Thomas? Da ist Thomas. Da ist Lunch. Hier gibt's Lunch. Wo ist zum Essen?
Hallo, Thomas. Los geht's. Hello. Ja, bitte. Ich freue mich schon. So, what exactly do you want to talk to everyone about? This case goes deeper than you think. The town folk may have heard about the murder, but they don't understand it. It's a very dangerous situation, and I need to warn them properly. I hope most of them are decent enough to come. No problem there. Emily has made all the arrangements. I've told everyone to gather around between 1500 and 1700. Great. Reminds me of a film I saw recently. A town is under attack by aliens, and so the mayor calls all citizens to the town hall to warn them. Now, overseeing this, the aliens attack the hall and wipe them all out together. Is that relevant, Agent York? The way they kill is fantastic. They used a combination of balloons and meat sauce for exploding heads. Those aliens start firing their death rays and heads start popping, like splat. Really quite something. Agent York, some of us are trying to eat here. I know, Emily, I'm one of them. Well, anyway, your cooking is the best, Thomas. Thank you. Nope, no problem. Ach, sind sie nicht putzig. Ja, und an dieser Stelle muss ich mich jetzt schon wieder von euch verabschieden, weil wir haben das gemacht, was, warum geht das eigentlich nicht auf? Wir haben das gemacht, was ich unbedingt machen wollte. Ich habe jetzt gerade gar nicht so wirklich Plan, wie es weitergehen soll. Das mit Asche hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und wir gucken mal, oder beziehungsweise ich werde nochmal meine Liste durchforsten. Ich werde nochmal gucken, was wir an Sidequests jetzt so offen haben noch, was wir eventuell noch machen könnten. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann entweder damit beschäftigen oder eventuell wirklich zu der Versammlung gehen und die Story vorantreiben. Kann ich zu diesem Zeitpunkt wirklich noch nicht sagen. Wenn ihr wissen wollt, was als nächstes geschieht, dann müsst ihr dann schon wieder einschalten. Bei Deadly Premonition.